Im Quadrat ABCD mit Seitenlänge 1 befinden sich 4 Viertelkreise, 2 große und 2 kleine. Jeder kleine Viertelkreis ist tangent zu 2 großen und die großen Viertelkreise sind untereinander tangent. Frage: Wie groß ist die dunkle Fläche? Angegeben wird die Seitenlänge des Quadrats 1. Und durch den Satz des Pythagoras im Dreieck ABC wissen wir, dass diese Diagonale AC Quadratwurzel von 2 misst. Also ist der Radius von einem großen Viertelkreis Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. Und dann ist der Radius von einem kleinen Viertelkreis 1 minus Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. Also so. Die graue Fläche besteht aus den 2 großen Viertelkreisen, also aus einem großen Halbkreis, und aus den 2 kleinen Viertelkreisen, also aus einem kleinen Halbkreis. Und dementsprechend berechnet sich der Flächeninhalt dieser grauen Fläche durch Flächeninhalt vom großen Halbkreis plus Flächeninhalt vom kleinen Halbkreis. Hier können wir sofort Pi halbe ausklammern und dann ersetzen wir Groß R durch diesen Bruch und Klein R durch diese Differenz. Jetzt brauchen wir nur noch diese Rechnung vorzunehmen. Hier vergessen wir bei diesem Quadrat das Doppelprodukt nicht und somit ergibt sich aus dieser Rechnung sofort 2 minus Wurzel 2 Pi halbe. Also ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathe-Olympiade eingehen.